Weiter geht's mit Part 16 von Batman Arkham City und endlich geht's dem Pinguin an Automatische den Kragen. Sturmgewehre. Ich mache Mit mich dem jetzt mal Mist, auf den den wir beim Weg in Posten die haben, können wir Eisberglounge. dagegen nichts ausrichten. Wir hocken hier wie auf dem Präsentierteller. Ach, keine Sorge, Jungs, Batman ist doch da. Ich mache mich jetzt auf den Weg in die Eisberglounge und dann sollte uns Pinguin dort erwarten, wenn er nicht nochmal eine böse Überraschung für mich hat. Deswegen Leute, wenn euch der Part gefällt, würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Würde mir auch riesig helfen, mehr Reichweite zu bekommen. Ansonsten, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem nächsten Part von Batman Arkham City. Und ihr wisst ja Leute, ich sag's fast in jedem Part, ich bin Batman. So, ich muss wieder aufpassen, dass der Hai mich nicht erwischt. Aber ich glaube, das dürfte mit diesen Floßen eigentlich kein Problem sein. Ich glaube, das Eis war schlimmer. Hier rüber. Oh Gott! Gib ihm! Wo kommt er denn her jetzt? Wow. Das war knapp, Leute. Ich dachte jetzt wirklich, der Hai hat uns. Aber wir haben es gerade noch geschafft. Ist eigentlich schon komisch, dass Pinguins bester Freund ein Hai ist, oder? Weil Haie fressen doch normal Pinguine. Oder sehe ich irgendwas falsch? So, Leute. Wir sind gespannt, was passiert jetzt. Hallo, Batman. Hallo, Pinguin. Oh, er fängt doch direkt an zu schießen. So, was muss ich jetzt mit diesem Störsender machen? Wie kriege ich ihn jetzt? Wie kriege ich die Waffe aus? Weiter. Suchst du Streit? Na dann komm. Oh, nach all dem Pinguin fragst du mich immer noch, ob ich Streit suche. Das ist mein Revier, Batman. Verzieh dich. Das war noch nie Freeze dein Revier, Unterbrecher Pinguin. Funktioniert auf diese Entfernung nicht. Bitte nicht. Ah, sag okay, dir was, ich muss Batman. Rein. Einen Versuch. Komm, Pinguin, schieß. Was? Ei. Leute, wir haben's geschafft, wir haben den Pinguin. Du bist erledigt, Cobblepot. Nein, entschuldige, bitte tu mir nicht weh. Ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Träum nicht. Ich hab's gewusst. Braucht nie einen Bösewicht, Leute. Ich wollte dir helfen, Batman. Oh ja. Ich hab dir die Gelegenheit gegeben, von hier abzuhauen. Aber nein, du musstest ja den starken Mann markieren. Aber weißt du was? Von hier oben siehst du ganz schön mickrig aus. Oh, nicht traurig sein. Ich habe eine kleine Überraschung für dich da unten. Oh mein Gott! Solomon Grundy! Solomon? Nein! Schon Grundy, wir zwei haben doch kein Problem miteinander. Ja, Vorsicht, muss aufpassen. Ich muss Explosivgel an ihn dran machen, oder? Was zum Henker treibst du da? Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Diese Sachen sind Antiquitäten. Lass sie in Ruhe. Nein! Was zum Henker treibst du da?
Und jetzt gib ihm, Batman. Gib ihm. Oh, du willst es wohl nicht anders. Mal sehen, wie viel dieser hässliche Schweinehund einstecken kann. Mann, und wie oft kann er das machen? Das hat sich ja wieder getan, nicht wahr? Zum Glück ist dieser Knabe unsterblich. Niemand ist unsterblich. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein! Aber jetzt hat er uns noch keinen Schaden gemacht. Boah! Komm, Zinn! Komm schon, Grandi! Wir haben ihn gleich, Leute! Wir haben ihn jetzt! Was hast du getan, du Kleiner? Du kannst ihn nicht töten! Das geht nicht! Das war's, Leute. Erledige Grandi. Was jetzt kommt. Schaut euch dieses Riesenmonster an. Wer hätte damit gerechnet? Du kannst den Bastard nicht töten. Zuletzt lacht am besten Pinguin. Du bist das nie. Los, Batman. Komm raus hier. Er gibt echt nicht auf, Herr. Er gibt nicht auf, Grandi. Wie besiege ich ihn, Leute? Ich muss wieder. Ich muss Fußgel benutzen. Lass den Unsinn mit dem Sprengstoff. Ich mein's ernst. Ich mein's ernst. Jetzt. Ich war, glaube ich, nicht gut platziert. Nochmal, hier. Diese Sachen sind ja Antiquitäten. Lass sie in Ruhe. Komm schon, Batman. Schaut euch diese Maden an, oder was sind das für Viecher, die hier die ganze Zeit kommen? Stirb, Grandi. Und zwar genau jetzt. Nimm das. Jetzt haben wir ihn, Leute. Er gehört uns. Jetzt haben wir ihn. Oh. Hey! Nur noch du und ich. Fledermaus gegen Vögelchen. Jetzt krieg ich dich, Pinguin. Jetzt krieg ich dich. Jetzt krieg ich dich. Ladehemmung, hä? Nimm das. Und das. Wo ist Cobblepot? Mr. Freeze. Oh, sowas. Wen haben wir denn da, Mr. Freeze? Oh. Es reicht. Freeze, es reicht. Ja, natürlich. Heilmittel, Freeze. Es gibt keins. Was? Lass es mich erklären. Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen. Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell. Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil, irgendein verbessertes Enzym.
ohne dass zerfällt ist, bevor es seinem Wirt helfen kann. Ich habe das da schon mal gesehen. Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem. Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS. So etwas dauert Jahrzehnte. Eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann? Ra's al Ghul. Mein Name ist Ra's al Ghul. Ich hab's gewusst. Bring ihn zu mir. Ich brauche eine Blutprobe von ihm. Es ist deine einzige Hoffnung. Ra's al Ghul ist tot. Dann sind der Clown und du dem Untergang geweiht. Nicht zwingend. Es muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist. Dann kann ich zu ihm und ihn aufwecken. Ketzer! Du bist es nicht würdig, Ra's al Ghuls Namen auszusprechen. Du bist ein Narr, Batman. Du hast deine letzte Hoffnung entkommen lassen. Nein, Victor. Wenn Ra's al Ghul in Arkham ist, nun eine Spur, die zu ihm führt. Ja, Leute, das heißt, wir müssen jetzt einfach der Spur folgen. Und dann finden wir den leblosen Körper von Ra's al Ghul. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet gern beim nächsten Part ein. Peace and out.